Willkommen zum Let's Run Nummer 115, heute in Saarbeck beim Kirmeslauf bei bestem Wetter, wie ihr hier seht, und heute auf der 10 Kilometer Strecke. Wir hören uns natürlich erstmal den Start an und gucken uns die ersten Meter an. Und es sind noch 10 Sekunden bis zum Start, dann schicken wir euch auf die Reise. Ich zähle runter von 5, 4, 3, 2, 1, Start! Start 10 Kilometer. Herren, Damen und gemischte Gruppe, hier auch der Lauf, der von der Sport nicht mehr lang laufen hat, die wir hier sehen, die 8 Leute. Und da sind wir auch schon unterwegs mit einem schon relativ hohen Tempo, wie ihr oben erkennen könnt, auf den ersten 500 Meter. Hier vorne in Blau Thomas Bruns aus Meppen, der sehr schnell laufen kann. 32er Zeiten hatte ich jetzt auch noch gefunden, vielleicht sogar unter 32. Auf jeden Fall hier schon mal ein richtig starkes Tempo vorgelegt. Und dahinter noch zwei Läufer aus Münster mit dabei, Simon van Martial und Elmar Remus. Die sind dann entsprechend hier vorne mit dabei gewesen und ansonsten auch generell sehr viele schnelle Läufer mit dabei gewesen. Also bis Platz 8 waren sogar alle noch unter 36, 35, 34, 34, 34, 34. Alle relativ nah beieinander und dementsprechend auch ein spannendes Rennen mit insgesamt 600 Teilnehmern insgesamt hier heute. Von daher nutzt natürlich jeder auch das gute Wetter, eine relativ schnelle Strecke ohne großartig Höhenmeter, um nochmal hier zum Saisonende einmal Gas zu geben und vielleicht eine gute Zeit hinzulegen. Bei mir war es ein bisschen schwieriger heute, denn die letzten beiden Wochen habe ich wirklich kaum trainiert, in der letzten Woche eigentlich gar nicht, da ich beim Sparkassen Münsterland Giro eben auch in der Organisation mit dabei bin und am 3. Oktober dann eben das Event hatte, das Radsport-Event, eins der größten Radsport-Events in Deutschland, und dementsprechend natürlich auch Tage hatte mit 14 Stunden Arbeit teilweise und eben kaum Schlaf, wenn man abends um 23 Uhr dann erst nach Hause kommt und morgens um 6 Uhr wieder aufsteht. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das vielleicht nicht optimale Bedingungen vor so einem Lauf sind. Dementsprechend wollte ich einfach mal gucken, habe mich hier so ein bisschen drangehängt, weil ich eben auch nicht irgendwie zu schnell machen wollte und einfach mal gucken wollte, wie es jetzt nach den 2 Wochen so aussieht ohne Training. Und da sieht man natürlich schon, dass hier auf dem ersten Kilometer richtig angegangen wurde. Wenn wir gleich hier durchlaufen, haben wir so eine Zeit von 3 Minuten 10. Das ist natürlich dann eher was für einen 5 Kilometer Lauf erstmal, aber es fühlte sich hier eigentlich noch relativ locker an. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich fühle mich jetzt zwar auch locker, ich möchte aber trotzdem nicht schneller laufen, sondern hänge mich einfach erstmal dran, guck mal, was die anderen hier so machen und was dann so passiert, und kann dann immer noch entscheiden, so ab Kilometer 5, was ich dann mache, ob ich dann vielleicht noch einen Schritt schneller laufe oder nicht. Hatte so ein bisschen auch natürlich den Puls und die Pace dann im Blick und wollte dann einfach mal abwarten. Die Strecke an sich eben relativ flach hier, die ganze Zeit auf Asphalt. Es wird eine größere Runde gelaufen und dann geht es ja so ab 2 Kilometer vor dem Ziel, geht es dann nochmal das gleiche Stück hier zurück. Das ist natürlich auch immer super, weil man dann ungefähr genau weiß, ja, wo bin ich denn jetzt, wie lange habe ich jetzt noch zum Ziel. Das ist natürlich logisch, dass man das auch auf der Uhr sehen kann, wenn man bei 9 Kilometer ist, aber wenn man bestimmte Stellen dann auch wirklich sieht und vor Augen hat, ist das eigentlich immer nochmal ein kleiner Bonus obendrauf, den man da nutzen kann.
Ansonsten gibt es auch im Oktober noch einige Läufe, die natürlich auf dem Plan stehen. Die findet ihr meistens auf meiner Homepage, danielpugge.de. Findet ihr hier oben Laufkalender und da sind jetzt Läufe eingetragen, die ich wahrscheinlich mitmachen könnte, also die in der Nähe sind von mir und wo ich Lust drauf hätte. Das muss aber nicht so sein, dass ich dann da bin, weil es manchmal eben auch mehrere Läufe zur Auswahl gibt. Und das sind einfach nur Sachen, die ich dann für mich sammle, die in Betracht kommen. Und wenn ihr natürlich Lust habt, da irgendwo mal mitzulaufen und aus dem Münsterland kommt, ist das vielleicht auch ein guter Kalender, den ihr da entsprechend sehen könnt und euch da ein paar Ideen holen könnt. Ansonsten gibt es natürlich auch laufkalender.de und vom FLVW oder den jeweiligen Verbänden in den jeweiligen Ländern gibt es da entsprechend auch Laufkalender, genauso wie in Holland beispielsweise es natürlich dann Laufkalender gibt, die man sich angucken kann. So hat man dann immer so eine Übersicht und kann planen. Bei mir ist es meistens so, dass ich meistens immer erst gucke, wie sieht es denn aus die Woche, wie fühle ich mich, will ich lieber trainieren, will ich doch einen Wettkampf machen, weil wenn es dann wirklich auch völlig am Regnen ist, extrem kalt ist und mein Training gerade nicht so passt, dann ist es auch so, dass ich Läufe auch mal sein lasse. Aber wenn es dann eben wie hier dann passt am Wochenende, dann bin ich eben gerne mit dabei. Ja, die ersten Kilometer hier, da hat sich das Tempo jetzt ein bisschen verlangsamt. Sieht man oben auch, liegt natürlich auch immer so ein bisschen dran. Ja, beim Start ist man meistens ein bisschen schneller. Dann ging es auch leicht bergab, vor allen Dingen den ersten Kilometer hinten an der Straße. Und dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Speed drauf, deshalb muss man das auch in Betracht ziehen. Ansonsten laufe ich eigentlich immer nach der Wattangabe, die seht ihr dann entsprechend auch in dem großen Feld. Oben seht ihr dann die aktuelle Watt und darunter müsstet ihr die Watt sehen über jeweils, ich glaube, 10 Sekunden oder 30 Sekunden der Durchschnitt, wie das dann gewesen ist. Und da kann ich natürlich da ein bisschen gucken, okay, wenn es jetzt Anstiege gibt, kann ich das Ganze ein bisschen besser einschätzen. Aber hier ist ja eh alles flach. Kilometer 2 hier, 6,30, also immer noch schnell unterwegs, aber ein bisschen langsamer geworden. Hat mir eigentlich auch ganz gut gepasst. Ich habe mich dann neben die beiden Jungs hier so ein bisschen gesetzt, damit natürlich auch die Kamera so ein bisschen von der Strecke einfängt. Immer mal so ein bisschen hin und her und habe dann einfach mal so ein bisschen abgewartet. Auf jeden Fall wären die nächsten Wettkämpfe, die ich dann in Planung habe, eventuell auch der Teutolauf und dann am Ende des Monats Allerheiligenlauf in Nordwalde und der Coesfelder Citylauf, der ist jetzt am Wochenende, ich glaube am 13. oder irgendwie sowas müsste das sein oder 12. Und dementsprechend bin ich da natürlich auch gespannt, was vielleicht auf den 5 Kilometer nochmal geht. 5 Kilometer konnte man hier leider nicht nochmal vorher mitlaufen, weil die 10 Kilometer sind um 15 Uhr gestartet und die 5 Kilometer dann 10 Minuten später um 15.10 Uhr. Das heißt, wenn man beide Strecken laufen will, geht es hier leider nicht. Ansonsten hat auch der Kirmeslauf, auch wenn er Kirmeslauf heißt, relativ wenig mit der Kirmes selber zu tun. Wir laufen da nicht vorbei oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ganz früher mal anders war. Auf jeden Fall ist zwar gleichzeitig Kirmes in Saarbeck, aber mit der Kirmes selber hat es dann weniger zu tun. Wie wir gesehen haben, starten wir auch am Sportplatz. Das ist natürlich gut, wenn man da gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen ins Warme möchte, in die Halle möchte, sich umziehen möchte und so weiter, ist das natürlich auch mal gut, eine Sporthalle gerade in der Nähe zu haben. Und ansonsten hier draußen über die Äcker zu laufen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Sonst von der Feuchtigkeit, die Straße ist trocken, die Sonne scheint, das heißt, gerade für die kurzen Laufklamotten hier war das eigentlich perfekt, nicht zu kalt, nicht zu warm und deshalb konnte man da eben auch gute Zeiten von allen Läufern erwarten. Aktuell probiere ich auch gerade so ein paar neue Trainingsprinzipien aus, die ich mir selber rausgesucht habe. Ich versuche also effektiv zu trainieren, ein paar neue Dinge mit einzubauen. Und da werde ich dann wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang des Jahres noch einiges mehr zu machen und werde euch dann zeigen, was ich entsprechend gemacht habe. Aber jetzt möchte ich noch nicht zu viel verraten, da ich das Ganze noch ein bisschen ausarbeiten möchte und dann vielleicht später auch einen Videokurs oder sowas mitmachen möchte. Wenn ihr aber ein bisschen Einblicke bekommen wollt, dann könnt ihr gerne auch unter diesem Video gucken. Da ist die Wissensmap verlinkt. Das ist quasi ein Projekt, was ich gerade mache, wo ich ein paar Studien sammel, ein paar Themen sammel, die ich dann ausarbeite, wo ihr dann auch etwas rausziehen könnt, wo ich auch ein Tagebuch habe, was ich führe, was die Leute sich dann angucken können.
was ich so mache. Im Moment natürlich etwas stressiger gewesen, aber jetzt geht's wieder. Heute das erste Mal wieder trainiert. Die 10 Kilometer auch im Training relativ locker in 36,50 ungefähr gelaufen. Von daher läuft das Training aktuell schon mal sehr gut. Und das möchte ich natürlich auch mitnehmen für den Steinhart, für die 56 Kilometer im November und dann natürlich für den Getting Tough im Dezember. Und wie das Ganze dann bei mir vonstatten geht, wie ich trainiere, wie oft und welche Strecken und sowas, das könnt ihr dann eben auch dort in dem Tagebuch sehen. Schaut euch das einfach mal an unter dem Link in der Wissensmap. Da ist wahrscheinlich auch für euch was dabei, um einfach mal neue Ideen zu bekommen, um vielleicht nicht immer das gleiche Standard-Lauftraining zu machen, was man eben so kennt, sondern wirklich mal ja, effektive Ideen zu bekommen. Und wie das dann genau ausgearbeitet aussieht, das wird dann entsprechend erst ein bisschen später kommen. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden aktuell mit meinen Zeiten. Die 5 Kilometer bin ich ja in persönlicher Bestzeit gelaufen, noch vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen beim Teufelslauf in Heiden. Von daher ist das Ganze schon mal auf dem richtigen und guten Weg. Auch die Trainingszeiten werden natürlich immer schneller. Das zeigt natürlich auch, dass das aktuelle Training auch funktioniert und richtig ist. Jetzt natürlich mit der in 1-2 Wochen Pause über den Giro ist das Ganze natürlich dann immer ein bisschen blöd, auch wieder reinzukommen, weil man natürlich dann auch ein bisschen weniger schläft, weil man natürlich auch ein bisschen nicht mehr auf die Ernährung achtet, sondern einfach das isst, was gerade dort angeboten wird oder was gerade zur Verfügung steht. Das sind natürlich alles Punkte, wo das Ganze dann nicht mehr optimal läuft und man dann erstmal gucken muss, wie läuft es denn eigentlich noch. So, hier ab Kilometer 3, da habe ich dann eben vorne gemerkt, ja, der haut so ein bisschen ab. Der Abstand ist zwar jetzt noch nicht ganz so groß und ich konnte das jetzt auch nicht so einschätzen. Okay, hält er das Tempo jetzt wirklich oder kann man da vielleicht später noch, wenn man das Tempo dann selber hält, noch irgendwie ranlaufen? Wir sind natürlich auch ein bisschen langsamer hier unterwegs, weil es auch ein bisschen nach oben geht. Jetzt geht es wieder nach unten und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal ein paar Meter an. Und dann versuche ich einfach mal einen kleinen Schritt schneller zu laufen und dann eben so versuchen, Schritt für Schritt über die nächsten Kilometer aufzuholen. Das war auf jeden Fall der Plan, den ich jetzt hier anstreben wollte. Da Thomas Bruns natürlich ein sehr schneller Läufer ist, muss man dann auch gucken, dass man vielleicht schaut, dass man das Tempo dann einfach von Anfang an mitgeht. Es ist natürlich immer ein bisschen einfacher, dann vielleicht ein etwas schnelleres Tempo direkt mitzugehen, als wenn man dann nachher eben hier 30, 40 Meter aufholen muss. Und dementsprechend muss man sich dann irgendwann mal sagen, bevor er jetzt noch weiter abhaut, weil wenn er 100 Meter Vorsprung am Ende hat, dann kann er das definitiv ins Ziel irgendwie retten. Aber wenn ich dann eben früher ein bisschen rankomme, dann könnte das Ganze eventuell funktionieren. Also hier geht es dann eben auch so ein bisschen hoch mit so einer kleinen Steigung. Da wurde es dann eben nochmal ein bisschen langsamer und dann habe ich mir eben auch gedacht, okay, den Berg hoch hier, was heißt Berg, aber die kleine Steigung hier hoch mit 2-3 Höhenmeter oder was, die kannst du doch ein bisschen schneller laufen, ohne Probleme zu bekommen. Und habe dann eben hier ein bisschen Gas gegeben, da geht die Wattzahl natürlich auch ein bisschen hoch. Und dann habe ich versucht, eben langsam ranzukommen. Ab Kilometer 4 habe ich dann nochmal ein bisschen mehr Gas gegeben. Ich lasse das Ganze jetzt auch nochmal ein bisschen schneller laufen, denn das ist relativ langweilig, denke ich mal, wenn man dann einfach nur so auf die Straße schaut, ohne dass da jetzt irgendwas hinter mir oder vor mir großartig passiert. Hätte ich fast noch die Abfahrt verpasst. Da habe ich dann gar nicht mehr darauf geachtet, ob er jetzt gerade ausgelaufen ist oder wie auch immer. Bin dann natürlich hier abgebogen und musste dann, ja, hatte ich sowieso ein bisschen Tempo drauf, weil ich gerade so ein bisschen aufgeholt habe und habe dann eben den schnelleren Schritt jetzt auch angesetzt und das sieht man natürlich gleich auch oben auf der Pace, dass da so ein bisschen mehr geht. Kilometer 4 hier, 13,30, das ist dann eben auch ein bisschen langsamer geworden und es war aber trotzdem so in Richtung Bestzeit dann. Meine Bestzeit steht noch bei, ich glaube, 33,27. Und da habe ich mir eben auch gedacht, okay, ich fühle mich jetzt eigentlich noch gut bei Kilometer 4. Warum sollte ich dann nicht einfach versuchen, dann trotzdem, auch wenn die letzte Woche eben blöd war, dann versuchen Richtung Bestzeit zu laufen. Das ist ja keine schlechte Idee. Die 5 Kilometer Durchgangszeit war dann bei 16,45 und wie man sieht, bin ich hier wirklich tatsächlich langsamer wieder an Thomas rangekommen, was man nachher auch auf Strava sieht, wenn man da eben anguckt,
mit wem ist man gelaufen, und da kann man sich immer so angucken, wie auch der Abstand war. Deshalb war ich hier eigentlich noch ganz guter Dinge, hatte dann aber ab jetzt Probleme bekommen, leider mit der Atmung. Meine Atemmuskulatur war wahrscheinlich die letzten zwei Wochen ein bisschen verkümmert und hatte dann Seitenstechen bekommen. Das war ein bisschen blöd, da musste ich dann wieder ein bisschen Tempo rausnehmen und ja, das hat mir dann nicht so gut gefallen. Ich lasse jetzt einfach mal hier die Leute entgegen ein bisschen laufen. Keine Angst, ich lebe noch. Ich habe schon öfters mal erklärt, das klingt natürlich alles immer schlimm, weil die GoPro direkt am Kopf ist und natürlich alles verstärkt, was irgendwie in der Nähe ist. Allerdings war ich natürlich hier schon ein bisschen stärker am Atmen, weil ich natürlich dann auch die Probleme mit den Seitenstichen bekommen habe und dann irgendwie versucht habe, das Ganze noch wegzubekommen, ein bisschen tiefer atmen oder sowas. Hier bin ich dann trotzdem immer weiter näher rangekommen. Hab dann aber schon gemerkt, wenn es dann halt in den nächsten 1-2 Kilometer nicht verschwindet, dann bekomme ich natürlich Probleme und kann das Tempo dann leider nicht halten. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd. So, hier geht es dann eben nach der Wendemarke hinten, wird es dann eben auf die Runde weitergeschickt. Und dann hat man natürlich auch wieder freie Bahn, kommt den anderen nicht ins Gehege. Das ist natürlich dann auch mal eine gute Sache, so voll in der Sonne hier zu laufen, macht natürlich auch deutlich mehr Spaß. Und dann kann man eben mal auf die Uhr gucken und sieht dann, okay, noch 4 Kilometer, und dann teilt man sich das Ganze eben so ein bisschen ein. Auf 10 Kilometern braucht man auch nicht unbedingt jetzt Wasser nehmen, so heiß war es dann eben heute doch nicht. Die Temperaturen waren eben sehr angenehm und dann ist das auf 10 Kilometern eigentlich ja nicht ganz so wichtig, vor allen Dingen natürlich, wenn man sowieso nicht so wirklich Durst hat. So, hier bei Kilometer 6 ist die Durchgangszeit so ein bisschen über 20 Minuten. Also das war noch alles ganz gut, da rechnet man im Kopf natürlich auch so ein bisschen hoch. Okay, wenn ich jetzt 3:30 laufe, dann habe ich 7 Minuten auf 2 Kilometer, also plus 14 Minuten nochmal, dann bin ich so bei 34. Und dann geht es natürlich immer noch mal ein bisschen schneller und dann komme ich auf jeden Fall irgendeine 33er Zeit rein. So fängt man dann eben auch so ein bisschen an zu rechnen, ist dann auch ein bisschen beschäftigt, konzentriert sich dann eben nicht ganz so auf, ja, auf die Schmerzen oder was auch immer man gerade vielleicht hat oder die Probleme dann eben. Und dementsprechend ist es immer eine gute Sache, dann im Kopf so ein bisschen zu rechnen. Wenn man natürlich jetzt das Tempo so von 3:20 nimmt, was wir eben auch in der Mitte oder am Anfang gut gelaufen sind, also 3:20, das würde dann eben noch gehen, dann hätte man eben auch 40 Sekunden jetzt unter 34, also eine Zeit von 33:20. Das wäre natürlich eine super Bestzeit gewesen und man weiß auch immer, dass man natürlich dann den letzten Kilometer vielleicht nochmal 10 Sekunden rausholen kann, und damit wäre ich ziemlich zufrieden gewesen, war aber dann ab dieser Stelle hier auch nicht mehr wirklich möglich. Da seht ihr nämlich auch oben, wenn ihr da mal hinguckt in das große Feld, wo dann eben die Wattangaben auch stehen, seht ihr genau jetzt eben auch, dass es dann wieder runtergeht. Zum einen die Herzfrequenz oben, die jetzt leicht wieder runtergeht, und eben auch die Wattzahl, die ab jetzt runtergeht, wo ich dann eben gemerkt habe, okay, ich muss ein bisschen Tempo rausnehmen, weil ich das eben dann mit den Seitenstichen nicht mehr so wirklich schaffe, und habe dann eben gesagt, mal kurz nach hinten geguckt, sehe dann eben, dass die anderen auch einen ziemlich großen Abstand schon haben, den ich auf jeden Fall ins Ziel laufen kann, und habe mir dann eben gesagt, okay, dann muss ich Thomas leider laufen lassen an dieser Stelle und versuche dann einfach nur meine Seitenstiche in den Griff zu bekommen und nach hinten das Ganze abzusichern. Das ist zumindest jetzt an dieser Stelle der Plan gewesen, und deshalb sieht man dann oben auch ganz klar, wie es dann jetzt runtergeht mit der Herzfrequenz und auch der Wattzahl. Jetzt machen wir das Ganze mal wieder ein bisschen schneller, bis wir dann eben so ungefähr beim letzten Kilometer sind, weil ansonsten passiert hier ja auch wieder nicht wirklich viel.
Das ist jetzt gleich die ähnliche Strecke eben dann auch wieder zurück. Und dann macht es natürlich Spaß, so zumindest auf dem letzten Kilometer nochmal so ein bisschen Gas zu geben und da natürlich alles irgendwie nochmal ein bisschen rauszuholen, weil man natürlich dann auch auf der Uhr sieht, okay, ich bin wieder unter 34 Minuten. Gerade wenn man dann bei Kilometer 9 sieht, ist und dann eben sieht, dass man eigentlich nur noch 3,30 oder 3,20 laufen müsste, um dann eben drunter zu sein. Da motiviert das am Ende doch nochmal ein bisschen, da eben Gas zu geben. Ich bin jetzt auch hier langsam wieder klargekommen mit den Seitenstechen, habe dann die Atmung wieder gefunden. Dann sieht man eben auch oben am Diagramm natürlich, dass der Puls und die Wattzahl wieder hochgeht. Da bin ich nicht mehr unter 300, sondern kann dann eben wieder das Tempo aufnehmen. Und das motiviert natürlich dann auch, dass man am Ende nochmal richtig reinhaut. Und jetzt haben wir auch gleich den letzten Kilometer erreicht. Da hat man natürlich ein paar Läufer, auf die man dann aufläuft. Das sind die dann von der 5 Kilometer Strecke, aber hier auch alles in Ordnung. Da steht auch keiner im Weg oder sowas. Deshalb war das jetzt auch kein Problem. Und natürlich sehr viel los nachher auch im Stadion. Das heißt, der Kirmeslauf hier in Saarbeck auf jeden Fall eine Empfehlung, um gerade im Oktober so zum Saisonende nochmal richtig schnell zu laufen und vielleicht mal zu gucken, was ist an Form gerade drin, was kann ich natürlich auch mitnehmen über den Winter. Deshalb kann ich den Lauf definitiv empfehlen und ich bin bei mir schon selber gespannt und ich hoffe ihr auch, was dann entsprechend bei den nächsten Wettkämpfen auch rauskommt, gerade wenn mein neues Trainingssystem eben funktionieren sollte. Hoffe ich mir auf jeden Fall eventuell sogar noch eine 32er Zeit, entweder dieses Jahr oder zu Beginn nächstes Jahres zu laufen. Das wäre natürlich mein Wunsch. Und auf 5 Kilometer würde ich mir wünschen, ja, zumindest so an die 15:30 ranzukommen. Das wäre mit 35 Jahren dann noch solche Bestzeiten zu laufen ein eindeutiger Indiz, zumindest dafür, dass das Ganze eben auch funktioniert. Und dementsprechend, wenn euch das weiter interessiert, was ich so mache, nochmal hier ein bisschen Werbung. Schaut gerne in die Videobeschreibung, schaut euch da die Wissensmap an, was das Ganze ist. Da könnt ihr gerne einfach für 10 Euro dann entsprechend das Ganze machen. Könnt auch selber Fragen stellen, könnt auch gerne dort ein bisschen auf Discord mitdiskutieren, wenn ihr wollt. Kommt auch auf den Discord-Channel, unten ist der auch verlinkt. Da könnt ihr auch mit anderen Läufern und auch Athleten oder ernährungstechnisch gerne Fragen stellen, mitdiskutieren, ist eine super Community und extrem super dort eben auch in einer Art von Forum und Chat eben zu diskutieren. Ich lasse euch hier mit den letzten Metern alleine. Wenn ihr mich gerne unterstützen wollt mit solchen Videos, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung, auch gerne bei Patreon für 1-2 Euro oder auch wie anderes machen, 10 oder vielleicht sogar 20, könnt ihr da im Monat unterstützen, dann kann ich eben sowas auch irgendwann vielleicht mal etwas mehr hauptberuflich oder nebenberuflich machen, noch mehr filmen, noch mehr drumherum kommentieren und das macht natürlich euch Spaß, mir natürlich auch und dementsprechend bin ich erstmal raus, genießt den Schlussspurt hier so ein bisschen, guckt oben so ein bisschen auf die Daten und ansonsten bin ich raus und wünsche euch was. Und das ist Daniel Müller von Power 33 Minuten 45.